So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Indian Truck Simulator 3D. Wir spielen da weiter, wo wir aufgehört haben. Mit dieser wunderschönen Hintergrundmusik, die wirklich gar nicht so schlecht ist. Ich meine, kann natürlich sein, dass jetzt nach 3 Stunden Spielen das vielleicht ein bisschen eintönig wird, okay. Aber schlecht ist sie schon mal nicht, das muss man schon sagen. So, siehst du, was haben wir eigentlich? Haben wir jetzt mittlerweile. Oh, wir haben 1500 verdient. Cool. Wie viel brauchten wir? Ah, 3000. Aber ganz ehrlich, will ich so eine Ecke wie überhaupt haben? Ich kann mit diesem Ultra-Kunter. Es gibt ja auch für diesen Euro-Truck-Simulator, gibt es ja auch so eine Add-ons, womit man so mit indischen LKWs spielen kann oder auf indischen Straßen spielen kann. Die LKWs, die sind einfach so unendlich bunt und oh, wie kann man damit fahren? Ich meine, so bunten LKW zu haben, ist ja schön und gut, ne? Sieht auch optisch schon ansprechend aus. Aber als LKW-Fahrer, ja, da fährst du 12 bis 16 Stunden am Tag auf der einfach nur auf der Autobahn oder weiß nicht, in Indien vielleicht im Wald, keine Ahnung. Und 16 Stunden dieses kunterbunte Gehäuse? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Naja. Die kennt es vielleicht doch nicht anders. Ne? Gut. Den LKW können wir also auf jeden Fall noch nicht kaufen. Was gibt's denn noch so? Ah, da sind schon mal die Räder im Boden. Sehr nice. Der muss mal wieder seinen Reifen aufpumpen. Wackeln denn diese Stäbchen hier auch? Weil im Echten sind ja aus so einem Plaste oder so anderem Verbundstoff und die wackeln dann immer so rum, wenn man halt den LKW bewegt, wenn man fährt oder so. Oder man andere gewisse Dinge im LKW tut. Und ja, dementsprechend wäre es natürlich auch geil, wenn das hier auch dann simuliert werden würde. Ja, auch wieder nur eine andere Lackierung. Hätte also wirklich scheinbar stärkere LKWs oder sowas gibt es hier nicht wirklich. Ah ja, gut. Wir machen hier weiter, wir machen im Sommer weiter und wir sind schon Level 4. Sehr nice. Warum ist eigentlich meine Kamera rechts? So, jetzt. Wobei mit rechts ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, ne? Weil oben rechts wird eh nichts angezeigt. Von daher könnte man vielleicht ein bisschen weiter bei der Straße gucken. Macht vielleicht gar nicht so viel keinen Sinn. Was? Egal. Let's go. Oh, das war einmal falsch. Ach. Ja, nee. Das war nicht das, was ich wollte. Was macht denn OBS hier gerade mit mir? Du sollst da. Und. Ah. So, die Zeit läuft bereits. Na, danke dafür. So, wir spielen jetzt immer in der Kameraansicht. Mal gucken, wie das so ist. Ist ja immerhin die Standardansicht. Vielleicht ist sie wirklich besser. Wir werden sehen. Follow the arrow to the next point. Ja, ich weiß mal. Oh, Barrel. Oh, und die ersten bewegen sich auch schon. Eieiei. Oh, okay, ja. Man merkt schon, der Schwierigkeitsgrad wächst auf jeden Fall. Das Blöde ist, in der Ansicht kann ich natürlich auch die Geschwindigkeit nicht so gut einschätzen wie bei der Fahreransicht, ne? Da lebst du mehr den LKW, wenn du halt im LKW bist. Boah, Alter. Boah, ja. Aber die stehen alle noch wieder eins, ne? Okay, die Räder rutschen schon ganz schön. Gut, ich meine, vielleicht gar nicht so unrealistisch, weil wir fahren ja immerhin auf Sand. Uiuiui. Oh, eine ist umgefallen. Oh mein Gott. Okay, also Unfall dürfen sie scheinbar. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Ich meine, wenn er jetzt zerbrechliche Fracht drin wäre, ne, dieses typische. Das Lied passt gerade zu meinem seelischen Zustand. Okay.
Ja, das war so viel dazu. Also ich glaube, so sieht das Spiel schon schöner aus, aber die Steuerung ist so auf jeden Fall schwerer. So fühlt man nicht, was der LKW macht. Weil natürlich die Kamera ein bisschen losgelöst ist. Das heißt, wenn der LKW nach rechts oder links sieht oder beschleunigt und so, das kriegt man nicht so direkt mit, wie wenn man direkt so ist. Ne, so spürst du schneller auch die Geschwindigkeit und so. Aber. Oder wir spielen mal so. Wobei, so siehst du halt gar nichts mehr. Ja, genau das. wie gesagt, wir versuchen jetzt mal die Folge, die Kameraansicht, und dann gucken wir mal ab der nächsten Folge, wo wir denn da bleiben. Eieiei. Aber ist schon irgendwie schön, das Spiel, ne? Also macht Laune auf jeden Fall. So. Die ganzen Haarnadelkurven, was denn hier los, ey? Schon wieder so ein Hänger. Also, so ganz richtig programmiert sind diese komischen Straßenwölbs-Dinger da aber nicht so. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Dass man sich da ab und zu so richtig aufhängt, ist natürlich nicht geil. Wow. Die beiden Kisten treiben miteinander. Fässer. Ne, was wollte ich sagen? Achso, genau. Kann natürlich sein, dass man später auch Fracht hat, wo man denn so Vorsicht Glas oder sowas hat, wo dann die Kartons auch richtig rumbleiben müssen, die dann also nicht umfallen dürfen oder so. Kann natürlich auch sein. Wäre natürlich ganz witzig. Weil hier bei den Fässern sind ja schon ein paar umgefallen jetzt. Ja, also da wären wir schon durchgefallen. Vor allen Dingen, wie verrostet die halt auch sind, ne? Da drin ist natürlich bestimmt Uran gelagert worden. Oder wird gerade Uran gelagert. In Hochsicherheitsfässern. Völlig zerrostet. Mit Tesafilm schon zugeflickt. Weil da die ganze Suppe durchsuppt. Vor allen Dingen auch wieder schön zu sehen, dass alle Fässer 1 zu 1 die exakt gleiche Textur haben. Da war man sich keine Arbeitsstunde zu geizig. Da nochmal ein bisschen Liebe reinzustecken und ein paar mehr Texturen zu machen. Überhaupt nicht. So, wir sind angekommen. Müssen wir bloß noch den LKW wegbringen? Dass immer so lange so zum Laden braucht, dabei lädt er garantiert nicht mal was wetten. Okay, dann müssen wir hin. Schön eingeparkt. Warum sind so überall diese Stacheldinger? Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Was? Ich sehe gar nichts. Wohin jetzt? Das sieht so besonders bunt aus. Warum nicht mehr grün? So. Oh. Wir haben hinten ein paar Ersatzreifen drauf. Sehr schön. Und wir müssen wieder nach links weiter. Vor allem nirgendwo, in keiner Welt, werden Räder so transportiert. Entweder man transportiert die Reifen oder die Einzelteile der Achse, also in dem Fall die Felgen zum Beispiel. Aber niemals die Felgen mit Räder. Wo? Wo werden die Dinger so verkauft? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber gut. Vor allem hab ich das Gefühl, in der Außenansicht, da stockert das Spiel auch ab und zu. Ne? Also es stockert jetzt nicht, aber es springt so ein bisschen so in der Zeit hin und her. Ne? So dieses kurze Zurücksetzen immer. Oh, bei dem Rad unten fehlt die Textur. Ach, halt, ich muss nach links. Oh, da sieht man, da hat man, da. Bei dem Rad fehlt innen die Textur.
Wow, Alter. Oh, da vorne sind ganz viele Stacheldinger. Oh, neues Gebiet. Wow. Wir müssen nach rechts. Oh, und andere LKWs fahren ja auch noch. Das ist ja geil. Oh. Hä? Man fährt in Indien auch links? Okay. Nicht genau. Alle bekloppt. Engländer sind bekloppt. Japaner sind bekloppt. Indier sind bekloppt. Alle, die links fahren. Wie kann man links fahren? Das ist dumm. Einfach dumm. So. So, hier ist auch kein grünes Ding mehr. Okay. Aber wenigstens hängt da so ein Pfeil rum. So. Da. Okay. Erstmal hier einmal tanken. Gluck, 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 blub, 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 blub. Fertig. Wow, bei dem Auto drüben hat man gerade gesehen, da war die Bremsscheibe rosa. Da hat wohl eine Textur gefehlt. Wobei die Texturen sowieso sehr, sehr qualitativ hochwertig sind. So, jetzt sind wir hier auf dem Meer. Sehr schön. Hier müssen wir hin. Okay. Wow. Das war ja gerade mal interessant. Oh, Granitblöcke. Aber welche die hohl sind, ne? Okay. Gut, dann fahren wir mal. Ich meine, die Zeit scheint hier relativ, ja, sehr leichte Granitblöcke. Das ist eher Styropor. Von der Physik her. Digga, das ist ja schon. Das ist sowas von Styropor. Was wollte ich gerade sagen? Genau, die Zeit ist zwar eigentlich relativ großzügig bemessen immer, aber ich weiß A nicht, ob das jetzt immer so sein wird. Von daher mal doch lieber ein bisschen be schneller bewegen. Und B müssen wir ja auch hier immer mit diesen Dingern immer stehen bleiben. Alter! Wie die Dinger rumhopsen, ey! Das schwere Stein, du. 40 Tonnen. Und fliegt aber wie eine Feder. Okay. Ich meine, es sieht zum Glück nicht so aus, wie als wenn die beim nächsten Hopser direkt rausfallen, aber schon gefährlich sind sie schon. Alter, wie viele Verzweigungen gibt es hier bitte? Und warum sind alle Straßensperrungen mit diesen komischen Holzpfeilern da versät? Was macht der da? Ich dachte, hier ist Linksverkehr. Jetzt bin ich verwirrt. Ist es hier nur Linksverkehr oder Rechtsverkehr? Zum Kerl bin ich denn hier bitte? Oder sind wir jetzt hier in Westindien und in Südindien fährt man links und im Westindien rechts? Süden sag ich schon, Osten meine ich doch. Wow. Okay, ich muss doch ein bisschen vorsichtiger fahren. Vielleicht kann ich ein bisschen zurückschütteln. Wow, Alter. Der da vorne ist aber auch die ganze Zeit am Spur wechseln, ne? Ich glaube, die werden sich hier selber nicht so. Ach du Kacke. Oh, Alter. Oh, Zum Glück sind wir fast da. Unsere aus Styropor bestehenden Granitblöcke sind sehr tatterig. Ah, guck mal, hier ist wieder so eine grüne Markierung. Oh. Okay, jetzt dürfen wir wieder fester fahren. Sehe ich schon. Geil. Aber ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle erstmal wieder Pause. Die Level scheinen relativ kurz zu sein. Ich lasse also auch die Folgen erstmal relativ kurz. Dann schaffen wir so pro Folge so 2-3 Level. Bei 15 Leveln. Mal gucken.
wo muss ich jetzt überhaupt hin? Da ist wieder so eine. Also mit den Markierungen werden sie sich nicht wirklich einig, ne? Hier ist jetzt wieder so eine Karo-Markierung. Sehr suspekt. Okay. Ja, dann soll es mit der Folge erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge dann, wieder. Ne? Bis dann.